Hallo und gute Nacht, Max. Bei der nächsten Folge von Schlafen. Max Schlafen. Schlafenzeit. Gute Nacht. Ich komme. Ich habe die Kamera gar nicht hochgesetzt. Warum sagt denn keiner was? Hallo, Olli. Quasi eine Folge mit Brustbild. Der steht noch. Du? Also irgendwie. Da. Ja, ich drücke mal E, aber er legt sich nicht hin. Ich weiß auch nicht, was das soll. Ja, muss F drücken, nicht E. Nein, E. Hast du dumm geändert? Ja, logisch. Kaputt macht. Hier ist ein Loch im Dach. Ja, hier oben. Ach, da oben. Das sind Fenster und kein Loch. Das ist doch offen. Nee, das sieht doch nicht schön aus. So. Das ist ein Loch im Dach. Das Dach ist zu. Da war die Wand. Ja, ein Loch in der Wand daneben. Mathis, soll ich mitkommen, damit du nirgendwo gegenfährst? Ist mir vollkommen gleich. Ja. Also damit das richtig passt, müsste man es eigentlich um ein Quadrat erweitern, weil jetzt die Wendeanzahl ungerade ist. Nee, du brauchst 3. Du musst ungerade bleiben, sonst kannst du das Dach nicht draufsetzen vernünftig. Ja, weil du kommst ja ganz weit hin. Wenn du dieses Spitzdach machen willst, okay, wenn du es nicht machen willst, dann musst du es gerade machen, aber... Ich krieg's jedenfalls nicht hin. Oh, diese scheiß Portale nerven! Hier snappt es nicht. Doch, oh, oh, alle, ja. Da ist was Großes Blaues. Wo? Oh. Ah, links. Ja. Seid ihr schon unterwegs? Ja. Okay. Ja, dann brauchen wir uns keine Sorgen. Sollen wir es erledigen? Das sagst du. Der schreit schon nach was Großes Blauen. Ist doch schon fast tot. Siehst du? Nee, eben nicht, weil ich bin ja hier. So. Zack. Was Großes Blaues. Ja, das hat er ja schließlich gesagt. Ja, toll. Ja, ja. Ich sehe nicht groß und blau. Doch. Ja, der hat einen Baumstamm in der Hand gehabt. Ah, das ist ja, aber der hat da nichts. Der kann zumindest keine Steine werfen. Praktisch schon eine Werkbank unterwegs. Ja, das finde ich auch. Wir sollten auf jeden Fall vielleicht Holz mitnehmen aufs Schiff, damit wir für den Fall der Fälle eine Werkbank bauen können. Nicht der dummste Gedanke.
Hier sind nur Steine drin. Steine. Das Portal laufen. Also Steine hätten wir hinten in der Base auch noch ohne Ende. Also wenn wir noch Steine in der Base brauchen sollen. Haben wir noch Tanne, was? Tanne, Kiefer. Ja, braucht man dringend. Kiefer. Ich will keine Kiefer haben. Ich wollte eigentlich nur eine Tanne haben. Brauchen wir denn 10? 10 Holz war das, ne? Ein Holz noch. So. Sandzapfen brauche ich nicht. So, das Holz packe ich ins Boot und dann Abflug. Wo bist du alle, ja? Ich kämpfe noch. Sollst du nicht campen? Kämpfen. So. Das Holz kannst du in den Laderaum schmeißen dann. Ah, nee, ganz so wie die jetzt schwimmen. Bring. Brauchst du nur bis zur Leiter. Oh. Wir haben eh wieder nur Gegenwind. Vielleicht soll ich doch mal eben umwechseln. Da habe ich wenigstens immer Wind für mich. Hier ist so ein blöder Stein im Wasser, der nervt. Ja, man kann ihn ja leider nicht wegkloppen. Doch, einmal habe ich ihn schon ein bisschen bearbeitet. Das sah so aus, gerade als ob sich der Stein da vorne bewegt. Das nennt man optische Täuschung vom Wasser. Komisch. So, Ding ist fertig, wir sind sehr schnell. Mülleimer. Mülleimer? Ja, bei Mülleimer baut. Oho. Bist du weg, Mandel? Ich bin oben in deinem Haus und bin das Dach am korrigieren. Dann schau mal. Mülleimer. Achte. Ich muss erstmal hier den Lärm wieder loswerden von diesen. Ja, okay, das ist wirklich ein Mülleimer, da hast du recht. Du kommst auf Ideen. Das Problem ist, man trifft. Das. Du könntest auch sagen, das Loch des Verdammens. Oder sowas. Aber ich glaube, ich werde die erste Ding wieder aufziehen. Das werde ich machen. Warum sitzt das Schwein in so einer kleinen Ecke drin? Frag Max. Max? Ja? Toll, auf dem Ozean und kein Wind. Ja, geil. Warum sitzt das Schwein in so einer kleinen Ecke? Weil wir es separiert haben. Wir haben es separiert. Ja, und aber warum so eine kleine Ecke? Die brauchen nur gefüttert werden. Ich hoffe, dass es ja füttert. Na ja, gut, das kann man immer noch. Scheißegal, sobald es ein Kindchen gemacht hat, machen wir es platt und züchten da andere. Was? Dann machen wir nichts.
Ich sieh's mal. Vor uns ist eine Seeschlange. Ja, ich habe aber immer noch keinen Wind. Oh oh, die werden untergehen. Die werden untergehen. Oh, bist du positiv, Max? Ja, das ist so. Pubellen. Sassila Pubella. Müssen wir bei Auslagen gehen? Die werden alle sterben. Alle! Ich glaube, Feuerpfeile bringen hier nicht das Spiel bei. Nee. Haben wir da nicht was erinnern gehabt im Lager? Oh oh. Oh, wir haben sie. Ah, der Fermentierer war da, gell? Alea? Ja? Halt die Stellung. Wie darf ich das verstehen, Max? Mathis? Ich hab gerade Fleisch eingesammelt von der Seeschlange. Achso. Das klingt auch nicht viel besser, wenn ich das mal ehrlich sagen darf. Nicht fahren! Hey! Tu ich nicht. Eigentlich. Ja, das habe ich gesehen mit dem Segel. Jetzt wofür, komm zurück. Das ist so typisch Frau. Wofür ist denn der Knopf da? Ey, weiße. Tja, von lauter brennenden Toren hier sehe ich überhaupt nicht, was ich hier baue. Ja, du sollst nichts machen. Einfach nur die Stellung halten. Du sollst dich nicht an den Fahrerplatz setzen. Echt, ey. Ich hab typisch Mann, du sollst dich nicht an den Fahrerplatz setzen, ne? Du sollst jetzt da vorne anlanden und das Schiff reparieren. Oh ne, doch nicht. Da ist ein Troll. Lassen wir mal lieber. Kann man nicht irgendwie die Tore abschalten? Oh, so kaputt ist das Schiff gar nicht. Tore kann man ja auch schalten. Was denn da für ein Dach? Na, bisschen was denn? Das hat doch ein Drittel. Drei Drittel. Ich glaube, ich hab's geschafft. Das Drittel weg. Besser gesagt. Da tun einem ja die Augen weh, wenn man das Dach sieht. Ich hab da aber eins der Bronzeaxt. Braucht die keiner. Da ist noch ein Troll. Doch, eigentlich brauche ich die Bronzeaxt, ja. Ja, eben, dann schmeiß ich es nicht weg. Nee. Ja, aber sie ist doch am Müll kriegen. Ja, ich weiß. Ich dachte, ich brauche die Axt nicht mehr. Ich brauche die Axt ja noch, wenn ich Bäume schlagen will. Ja, ja, ich bring das wieder rein. Danke, danke. So, der Mülleimer ist voll. Hä, warum sieht das Schiff so kaputt aus, obwohl es eigentlich gar nicht so kaputt ist? Ja, weil die Seeschlange da reingebissen hat. Leckerchen. Ja, schon klar, aber... Das hat ja nicht mal die Hälfte weg. Aber es ist schon so grün. Das ist übrigens typisch weiblicher Optimismus. Es ist ja nicht die Hälfte weg, also ist es doch nicht kaputt. Ja, nicht wirklich kaputt. Also war schon schlimmer. Ich muss weiter links. Ist ja auch nur halb leer statt halb voll, ne? Ja, ja, eben. Seht, du verstehst mich. In die Kiste, gell? Alles klar. Ich muss weiter links. Oder jetzt ganz rechts. Hä, hey, aber es stimmt doch. War schon schlimmer. Ja, kaputt ist kaputt, ah, oder? Kommen wir da jetzt an den Stein ran, da, dass wir da eine Werkbank setzen können? Oder ist da zu viel Wasser? Ob du da eine Werkbank draufsetzen kannst. Yep. Okay, kannst wieder abreißen und ins Boot kommen. Ja, was gedenkst du, was ich gerade tue? Chillen anstatt zu grillen.
Also wir haben schon mal eine Seeschlange getötet, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wirklich? Bring den Kopf mit. Wir können mal den nee, auf. Haben wir ja leider nicht. Wir haben nur Fleisch gekriegt. Ah, okay, schon. Köpfe kriegst du ja nicht immer. Okay, ja, denke ich mal. Mach ein spitzes Dach, sieht meiner Meinung nach besser aus. Ja, das stimmt, aber das Gebäude ist zu schmal dafür. Nee, ist es nicht. Ja, das sagst du die ganze Zeit, aber ich weiß nicht, wie ich es anders machen soll. Ich kann es dir jetzt gerade nicht zeigen, ich bin auf dem Schiff. Das wenig. Du wolltest ja nicht mit dem Schiff fahren. Hab ich doch nicht gesagt. Hab ich dir doch noch gesagt, weiter links. Das brauche ich, noch mehr Holz, okay. Noch weiter links. Lass mal irgendwo hier Holz rumfallen lassen. Was fallen lassen? Holz. Unterm Haus, da habe ich da so ein. Da. Ja, ich habe das schon verstanden, Olli, aber ich weiß nicht, wie ich es hinbekomme. Das ist mein Problem. Ich könnte wieder was zu essen vertragen. Warum hat der denn immer Hunger? Könnt jetzt was sagen, aber ich lasse. Von innen sieht das ja schön aus, so mit dem Walmdach. Also von innen sieht es sehr schön aus. Es ist halt von außen noch nicht so schön. Boah, das mit dem Wind, das ist aber nervig. Oh, wir sind ja schon fast da. Ja, von innen ist echt nice, ne? Leider sieht es von außen halt nicht so effektvoll aus. Schlangenfleisch. Und riecht nach Fisch. Gute Beschreibung. Es riecht nach Fisch. Ja, steht da dran. Wer jetzt, das Fleisch oder alle, ja? Hallo? Warum immer ich? Irgendwann erklärt er. Irgendwann erklärt deine Mutter dir das mal. Also eigentlich mache ich ja sonst immer solche Witze. Aber okay. Ja, genau. Aber wenn der Vater jetzt schon solche Witze reißt hier... Ja, Entschuldigung, aber der passt jetzt einfach. Ich konnte nicht widerstehen, sagt man so schön. Warum baut er das jetzt nicht dran? Es wäre schön, wenn wir hier den Händler finden. Da könnten wir angeln. Mhm. Doch, ich habe das richtige Teil. Ja, macht das ja. Ah, also was ich machen könnte... ist. Warum ist das jetzt nicht mittig? Da ist so ein scheiß Boiling genau beim Schiff. Ey, du kannst auch aussteigen und an Land gehen und den töten. Das ist halt so, ne? Ne, ja, es ist richtig gekreuzt. Von außen wird das. Ich bin beinahe runtergefallen. Von außen wird das gehen. Warum passt das nicht richtig? Weil irgendwie die Ecke nicht stimmt hier. Jetzt ist es richtig, ne? Nur auf die andere Seite gucken. So, ich glaube, das Brot ist gepackt. Irgendwie sieht das Dach nicht gerade aus. Da ist, glaube ich, der
der berühmte Hund begraben. So, unser Boot ist gelandet am Einsatzort. Ein Wildschwein wurde gezähmt. Na, sehr gut. Jetzt nur das zweite. Achso, oder hat sie das umgebracht? Ich persönlich nicht, nein, aber. Das zweite Wildschwein ist tot, oder? Ja, das zweite ist tot. Hm, okay. Oder hatte ich noch eins reingetan? Nein, ich glaube nicht. Jetzt lass mich mal gucken, was du hier fabriziert hast. Vielen Dank für euer Vertrauen. Ja, es ist irgendwie nicht mittig. Ich weiß aber nicht warum. Nennen wir es einen Anfang. Weißt du, was du mich ganz erleer? War so richtig. Gern haben. Musst du drauf sagen, ihr Hobby, ihr Ebers. Einfach, ja, das ist ja nicht nett. Nein, so schlimm sieht das gar nicht aus. Nennen wir es einen Anfang. Ja, ja, das ist eine Erziehung. Naja, welche Erziehung kann man dazu nur noch sagen? Ich habe das Gefühl manchmal, ich habe völlig versagt, was das angeht. Nee, das war schon so. So, das passt doch. Aber das passt nicht. Kann man das Ding überhaupt mittig bauen? Ja, normal denke ich mal, ist es eigentlich schon gewollt. Jetzt geht natürlich das Licht weg. Jetzt sehe ich wenigstens wieder noch weniger. Oh, ich brauche was zum Essen. Ein Esel. Aha, jetzt ist es mittig. Das ist ein Fall drin. Hey, du beschreibst dich gleich wieder. Ein von außen sieht es gut aus. Ja. Das wollte ich abreißen. Okay, das war falsch rum. Naja, der Fehler ist einfach nur in der Wand. Deswegen passte das doch nicht. Wieder einer die Wand nicht richtig platziert. Wenn die Wand richtig ist, dann passt das Dach auch. Hey, es weihnachtet bald. Ja, stimmt. Was? Schreibt der Olli gerade. Hey, es weihnachtet bald. Ja, stimmt. Ich meine, das entspricht der Wahrheit. Ich, die schon in Karnevalsstimmung bin. Ja. Ja, man hat irgendwie, glaube ich, das Maß für die Zeit verloren. So, also ich denke, das ist so mit dem Dach ein Kompromiss, oder? Wobei, ich glaube, ich könnte das wahrscheinlich... Nee. Da haben wir hier zwar eine kleine Lücke, eine winzig kleine, aber die fällt ja kaum auf.
gucke ich mal, wie der Mattes das macht. Okay. Lass mal schauen. Bei dir da oben, oder? Oder wo machst du was? Da setzt du dann eine volle Wand hin. Ist da keine Lücke? Doch, da ist doch eine Lücke, Mattes, die da wo oben ist eine steht. Lücke? Ja, zwischen der großen Wand und der dem Dreieck. Hä? Okay. Ich hab da die Ecke vorne nicht verändert. An der Wand. Ich ändere die Außenwand nach dahin nur. Was nach dahin ist, da war ich nicht dran. Na, ich lass dich mal machen. Das ist irgendwelche. Ich denke, ich war immer erledigt. Oder so. Ja! Naja, ich baue den Schmiedetisch mal weiter. Und hier ist es ein bisschen düster. Das habe ich aber nicht anvisiert. Ah, war es kurz am Snappen? Ah, da. Das ist verloren. So. Warum muss es eigentlich immer dann regnen, wenn ich am Basteln bin? Das weiß ich nicht. Das habe ich mich eben auch gefragt. Lagerplatz ist unten jedenfalls jetzt genug. Alles leer. Nee, ich hab's ja auch schon versucht, aber irgendwie war es nicht richtig. Du kannst diese Dinger aufsammeln. Brauchst du eigentlich eine Harke, weil dann kannst du sitzen auch wieder. Nein, ich hab keinen. Ah doch, ich hab eine Hacke. Nee, Harke, das ist das auch schon nicht so. Achso, sorry, kann ich doch. Da müssen wir nicht machen. Damit kann man ja pflanzen. Ja, oh, auf jeden Fall ist der Tisch fertig. Jetzt schauen wir mal, wo man diese Hacke gebaut. Okay. Hä, was ist das? Das ist richtig so? Damit es größer wird? Na, hier ist noch ein bisschen Holz. Der ist nicht richtig so. Der Pflug, so heißt der Pflug. Ja, man kann ja rausgucken, meine ich. Ja, ich guck ja, ist doch nicht schlimm. Okay. Oh ja, jetzt war das schöner. Aber gut. Wir haben keinen Bronze. War vielleicht nicht so professionell, aber ja, gut. Kupfer haben wir genug, schon, ja. Schon. Kupfer und Eisen. Na, Eisen, was braucht man dazu? Wie hast du gesagt? Ja, dann kann man Bronze machen. Wo ist der ganze Stein hin? Ja, wir haben Kupfer und Eisen. Das geht rein. Drüben im Dunkelwald an die Base, die ist voll mit Steinen. Ah, Kupfer und Zinn, genau. Damit kann man es machen. Kupfer und Sinn hat ja keinen Sinn.
macht ja Sinn. Ich mache uns einen Flug. Achso, haben wir eigentlich. Schön. Ah, ja, hier ist das denn? Was ist das für heute gewesen? Schön, schön, schön. Habt ihr eigentlich das Schweinchen freigelassen? Nein. Nee, das hat so. Das ein Teil fehlt noch für die Schmiede, dann ist sie auf Max-Level. Okay. Dafür brauchen wir aber 20 Eisenbarren. Wo ist eigentlich das Eisen von mir? Wo ist denn hier? Ich habe kein Eisen. Ja, Alea, hier ist 29 Eisenbarren in der Kiste. Ja. Das kannst du verwenden. Die Frage ist halt nur, wo kann hier der Händler sein auf der Map, ey? Bitte muss er nicht schaffen. Wie viel Bronze habe ich gesagt, Alea? 5, gell? Ja, glaub schon. Was fällt mir jetzt? Also guck mal, hier ist Sonde. Okay, also dann mache ich da eine Harke. Oder machst du die Fahne? Wieso geht das nicht? Ja. Flug. Achso, Kernholz. Wir haben kein Kernholz, gell? Haben wir Kernholz? Ja, nicht mal viel. Kernholz macht man aus. Also was macht man Kernholz? Du hast doch eben Eisenbahn von mir. Kiefer. Genommen, Mark. Den vorne vor der Base. Okay. Okay. Ah, 15 Liter brauchen wir dafür. Vor der Base. Ah. Ah ja, das sehen Sie schon. Jetzt haben wir wenigstens eine Treppe gebaut. Können wir rausgehen? Aha. Ah, hier sind Tiefer. Wo ist der Wagen hin? Schon drüben im Dunkelraum. Ja, okay. In der Base. Das ist schön, da hat sich freiwillig reingegeben. Dann noch kurz hin, okay. Es liegt ein Baumstamm bei uns in der Base. Ja. Gut gesehen. Danke, bin ich auch stolz drauf. Achtung, Keuling. Okay, gut. Ja, der Mülleimer ist gut. Gefällt mir. Ja, ist cool, gell? Ja. Ah ja, was für ein Mülleimer jetzt? Ach, der geht raus. Der ist auf der Seite vom Haus durchkam. Tja. In diesem wunderschönen Anblick ende ich jetzt hier mal die Folge. Bis dann. Tschüss. Du musst jetzt genau durch. Das ist ja richtig, ja.